Es tut mir unendlich doll leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, erklärt Denise nach ihrer rund zweiwöchigen Social-Media-Abstinenz in einer Instagram-Story. So hatte die Bäuerin eigentlich gar nicht vor, online auf Tauchstation zu gehen, wie manch einer ihrer rund 75.000 Follower bereits mitbekommen haben dürfte. Der Hintergrund ihrer Funkstille war nämlich nicht etwa der Stress, der nach einer Geburt gerne mal folgt, sondern ein ganz anderer, Denises Instagram-Account war gehackt worden. Statt niedlicher Fotos mit ihrer neugeborenen Tochter erschienen auf ihrem Profil plötzlich dubiose Postings, die Usern vorgaukelten, Denise habe mit einer speziellen Masche innerhalb kürzester Zeit 10.000 Euro verdient. Es tut mir schrecklich leid, was hier gepostet wurde, sagt nun die Blondine, die im Vorfeld auf Fake-Nachrichten der Betrüger hereingefallen war. Für mich war das so unfassbar grauenvoll, zu sehen, was in meinen Stories aufgetaucht ist, und ich konnte einfach nichts dagegen tun. Mir waren die Hände gebunden. Mir standen die Tränen in den Augen, gesteht Denise, genauso wie vorhin, als ich meinen Account wiederbekommen habe. So hat es ganze 2 Wochen gedauert, bis sie endlich wieder auf ihr eigenes Profil zugreifen konnte. Eine extrem belastende Zeit für die Familienmutter. Das war halt auch so kurz nach der Geburt. Gerade zu Hause angekommen und dann muss man sich mit so einem Scheiß befassen. Geht gar nicht. Ich wünsche niemandem so etwas. Gehackt zu werden, das ist einfach nur richtig kranke Kacke. Das Schlimmste daran sei für sie gewesen, dass die Online-Betrüger Zugriff auf so viele Fotos aus ihrem Privatleben, auf denen unter anderem ihre Kinder zu sehen sind, hatten. Zudem habe ihre Community ihr sehr gefehlt, erklärt Denise. Jetzt also endlich die gute Nachricht, meine Zuckernasen, ich bin jetzt wieder für euch da. Noch einmal werde sie sicher nicht auf solch eine dreiste Betrugsmasche hereinfallen. We'll be right back.